Ja, ich bin heute mal wieder in Heidelberg. Hinter mir seht ihr das schöne Heidelberger Schloss und hier hinter mir die Karl-Theodor-Brücke. Ich werde mir hier mal am Neckar unten ein schattiges Plätzchen suchen und was zu essen einnehmen. Warum bin ich in Heidelberg und so? Naja, ich habe mal wieder ein paar Vorstellungsgespräche in nächster Zeit. Eins davon war jetzt heute in Heidelberg. Deshalb bin ich quasi hier. Und ich dachte mir, da nutze ich die Gelegenheit und genieße noch mal ein bisschen Heidelberg. Ich liebe Heidelberg, ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Und in dem Zusammenhang wollte ich euch auch mal ein paar Infos teilen. Die Infos betreffen das weitere Vorgehen auf meinem Kanal und auch die Begründung, warum in letzter Zeit so wenig Videos kamen oder die Videos nicht mehr um die Uhrzeit kamen, wie sie sonst kamen. Eigentlich hatte ich vor, die Uhrzeit in absehbarer Zeit zu ändern und werde ich wohl auch in absehbarer Zeit tun. Ne, die Mütze ziehe ich nicht auf, das kann ich doch nicht machen. Denn ich habe mir überlegt, dass es gar keine Uhrzeit mehr gibt, sondern nur noch gewisse Wochentage. Das ist für mich einfacher zu machen, denn dann muss ich das Video nicht morgens noch schnell machen oder abends noch schnell fertigstellen, sondern habe auch an dem Tag selber, an dem das betreffende Video kommt, im Notfall noch Zeit, es zu schneiden und hochzuladen. Außerdem ist es so, dass ich oft immer mal wieder umdisponieren muss. So zum Beispiel jetzt, ich bin nicht dazu gekommen, mein Video, das eigentlich für heute geplant war, zum Thema Atomkraft zu machen. Und deswegen dachte ich mir, ich werde das Video verschieben und stattdessen diesen Vlog außer der Reihe machen. Das wird auch in Zukunft öfter, spätestens insbesondere, wenn ich sowieso einen Job habe, vielleicht werde ich ja hier in Heidelberg genommen, immer mal wieder eher Vlogs aus der Reihe machen, dann halt auch mal aus Heidelberg, wo ich zu manchen Themen was mache, vielleicht öfter auch mal zu Projekten, die in Heidelberg laufen, zu denen ich dann natürlich auch berichten darf, die schon offiziell sind. Da muss man nämlich echt aufpassen. Und das Zweite, was ich noch mit euch teilen wollte, sind so ein paar Gedanken zum Thema Vorstellungsgespräche. Und zwar ist es so, dass ich bei meinen Vorstellungsgesprächen immer dasselbe Problem habe irgendwie, deshalb laufen die vielleicht auch nicht so gut. Ich weiß nie, was ich sagen kann, was ich sagen soll. Und ich weiß nie, darf ich jetzt locker sein, muss ich jetzt verkrampft sein. Das sind alles so Kleinigkeiten, die mir immer schwer fallen im Kontakt zu Menschen. Ich bin nämlich eigentlich ein extrem lockerer Mensch, der locker flockig zu allen Sachen sich äußert und auch gerne mal lacht und fröhlich ist. Und ich finde, das ist für ein gutes Betriebsklima auch sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist aber so, dass gerade im Forschungsgespräch oft die Leute, die dir gegenüber sitzen, total verkrampft sind und dann weiß ich nie, wie soll ich jetzt damit umgehen. Und ein weiteres Problem ist, dass ich oft den Eindruck habe, dass die Forschungsgespräche viel zu schnell rum sind. Denn dann heißt es, ja, das dauert bis zu einer halben Stunde, also in der Mail, wo ich dann eingeladen werde. Und dann erwarte ich, dass sie ganz viele Fragen stellen. Und dann kommen nur 2, 3 Fragen. Und dann denke ich immer, was soll ich zu den 2, 3 Fragen groß beantworten? Denn leider ist es so, dass es aus meinem Leben nicht besonders viel zu erzählen gibt. Ich weiß dann auch nie, soll ich darüber berichten, dass ich ja einen YouTube-Kanal habe und mich auch freizeitmäßig viel mit den Themen beschäftige. Das weiß ich mich auch nicht, wie ich das darstellen soll. Denn in den letzten zwölf Monaten oder sogar mehr war es in der Regel eigentlich immer so, dass ich mir auch vieles autodidaktisch angeeignet habe. Ich habe kaum praktische Erfahrungen gesammelt in meinem Beruf, habe aber viel Fachwissen, auch gerade im Bereich Verkehrsplanung, Stadtplanung, Umweltplanung, autodidaktisch angeeignet. Und da weiß ich halt auch nie, wie kann man das professionell darstellen, so autodidaktisch angeeignetes Wissen, denn wirklich nachweisen kann man das ja selten. Und dazu werde ich jetzt demnächst ein Bewerbungstraining machen.
Je nachdem, aber natürlich wie die Forschungsgespräche, die jetzt im Moment sind, laufen. Da muss ich mich mal überraschen lassen. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Eines der Bewerbungsgespräche wird demnächst aus in Albstadt sein. Und da werde ich mich dann nochmal aus der Zollernalpen melden, denn da war ich ja schon mal. Vielleicht mache ich dann auch wieder ein aufwendigeres Video dazu. Das werden wir aber dann mal sehen. Wenn ihr nichts weiteres auf meinem Kanal verpassen wollt und weitere spannende Dinge über die Welt der Raumplanung, Stadtplanung, Umweltplanung oder die schöne Pfalz finden wollt, dann abonniert diesen Kanal und gebt mir am besten nur das Video einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass euch meine Videos gefallen. Und ich werde mir jetzt mal den Rucksack hier rausholen und... Wo ist denn hier der Reißverschluss? Und mir mein Essen zur Hand nehmen. Und ich hoffe, ich habe es dabei. Ich habe irgendwo hoffentlich Besteck. Naja, muss ich mal schauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!